Moin Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem neuen Video hier spielen wir die neue COD-Season, Leute. Ihr seht hier schon Battle Pass, Leute, mit dem Hintergrund, der echt gut gemacht aussieht, Leute. Ich habe jetzt hier 400 COD-Points, Leute. Ihr wisst, ich kaufe mir sowieso nie Battle Pässe in Call of Duty, weil ich einfach... Ich weiß nicht, ich finde jetzt nicht so sinngemäß, weil hier, klar, hier sind Skins, Waffentarnung und teilweise sogar Waffen drinne, wobei die auch gratis ist. Ja, also Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, Battle Pässe in Call of Duty finde ich echt nicht so geil, halt, ja, weiß ich auch nicht warum. Ist auch scheißegal, Leute. Es geht nämlich heute nicht um Battle Pass, Leute, sondern um die neuen Maps. Und wir wählen hier mal schnell das Spiel aus, Leute. Ich hoffe, wir kriegen meine neue Map jetzt hier direkt. Ich hatte tatsächlich bis jetzt noch keine neue Map hier. Das ist sehr komisch oder schade. Was auch mich abfuckt, dass einfach mein Filter einfach überarbeitet wurde und hier richtig viele Modis drin sind, die ich nie reingemacht habe. So Leute, dann starten wir mal hier rein und dann sehen wir uns dann in der Runde. Ah Leute, ich sehe gerade, es gibt hier Strict 24/7, dann Showdown 24/7, oha. Dann nehme ich einfach mal hier das jetzt hier, den 24/7 Modus, Leute, damit wir eine neue Map haben. Müsste aus dem Story Modus da ein. Ich habe ja ein bisschen Story gespielt, aber ich habe es leider nicht zu Ende gespielt. Ja, keine Ahnung. Einfach zu voll. So Leute, wir sind jetzt hier auf der Map angekommen und boah, welche Waffe spielen? Das wird, ja, komm. Ich gehe mit der M4 rein. Das ist meine erste Runde jetzt hier auf der neuen Map. Meine zweite Runde in der Season. Ich habe schon eine gezockt. Geliefert. Was ist denn das, Digga? Ach du Scheiße. Das habe ich gar nicht... Das habe ich doch gar nicht ausgewählt, Digga. Was ist denn... Egal, Leute. Wir spielen jetzt trotzdem den Modus. Also, das ist auf jeden Fall schon mal Belgien, müsste das sein. Gibt ja auch eine Story, also Story-Missionen in Belgien. Alter, ich muss erstmal reinkommen wieder, Junge. Oh, das fuckt mich gerade ab. Warum ist das... warum ist das so ein dummer Modus hier? Naja, egal. Ach so, man muss das immer hier hinbringen, weil hier steht Bank. Ach so. Oh, das ist ja... Naja, egal. Ich spiele es jetzt. Ich verlasse jetzt nicht nochmal hier. Ist mir jetzt scheißegal. Ich habe das auch noch nie gespielt. Das wollte ich gerade sagen. Ach, Digga, halt's Maul, du Fotze. Leute, ist... Waffentechnisch, habt ihr gesehen, gibt es, glaube ich, zwei neue Waffen. Die man sich natürlich erstmal freispielen muss. Dauert bei mir ewig. Ja, neue Maps gibt es ja auch. Einige, drei, vier neue Maps gibt es, glaube ich. Ich hoffe, wir haben dann in der nächsten Runde auch nochmal eine schöne neue Map. Okay, dann. Alter! Digga, was? Naja, egal. Also, Leute, es gibt auch so ein kleines Thema, wo ich mal drüber quatschen wollte, Leute, und zwar einfach über Politik, Leute, und ich weiß, Politik ist wirklich ein Thema, was absolut, naja, keine Ahnung, wo man schnell in irgendeine Ecke gestellt wird, so, und, ach, Digga, was halt einfach als, Junge, wie viel lagen hier gerade rum, auf jeden Fall ist, ach so, der, die hat ja von den anderen Gegnern halt, na, egal, Politik ist ja immer ein ganz schwieriges Thema, also äußert man sich falsch, dann, ne, wisst ihr, wird man schnell mal als Nazi und so abgestempelt, deswegen sollte man sich im Internet eigentlich nicht zu Politik äußern, aber es gibt mal ein ganz großes Aber, wenn hier wirklich unsere Regierung, die wir aktuell in Deutschland haben, aus wirklich, also aus Leuten besteht, die nicht verstehen, wie ihr Volk tickt oder die auch ihr Volk leugnen oder sagen, dass es kein deutsches Volk gibt, so wie es ja Robert Habeck gesagt hat, dass Volk ja ein Nazi-Begriff wäre, also wie man so blöd sein kann, weiß ich auch nicht, aber egal, ich will jetzt hier
nicht zu ausschweifend werden, bevor ich noch eine Anzeige kriege. Ach, ja. Halt's Maul da. Ja, es ist. Ja, auf jeden Fall wollte ich sagen. Und da wundern sich ernsthaft noch Leute, warum in Umfragenwerten aktuell die AfD 20% teilweise zweitstärkste Kraft ist. Also da frage ich mich so, haben die irgendwie überhaupt mal irgendwas gerafft, so, was hier aktuell im Land so abläuft? Also das Ding ist ja, im Osten war ja die AfD schon immer sehr erfolgreich. Es war ja schon immer bei, also rechte Parteien waren im Osten schon immer erfolgreicher als im Westen. Klar, im Westen gab es auch Hochburgen zum Beispiel. Weiß ich wo. Ach ey, wie sie campen, Junge. Das kannst du nicht ernst nehmen. Ey, Junge. Auf jeden Fall ist es immer so, dass die AfD viele Themen abdeckt, die einen Großteil der Bevölkerung halt interessiert. Oder halt, die halt keine andere Partei einfach abdeckt und ja, so einfach sind eigentlich die Umfrageerfolge der AfD zu erklären einfach. Weil die anderen Politiker einfach auf unsere Bevölkerung scheißen und ja, ich sag mal so, die bringen so ein bisschen Krieg voran da im Osten, also die treiben den so ein bisschen an. Also die Map, muss ich sagen, war jetzt nicht so der Hammer, gibt's bessere, aber ja, ist ganz geile Abwechslung. Ja, hier, jetzt quatsche ich mich mit dem Wetterpass voll. Also Leute, ich gucke jetzt mal hier, was gibt's hier noch? Kann man hier irgendwo alle Maps sehen? Irgendwo geht das. Egal, wir spielen jetzt hier. Ich bin jetzt hier auf jeden Fall einfach ein ganz normales Match und komme hoffentlich in eine neue Map rein, Leute. Dann sehen wir uns in der Runde. So Leute, wir sind jetzt hier auf Farm 18 angekommen. Ich habe jetzt ein paar Mal versucht, hier eine neue Map reinzukriegen. Allerdings hat es leider nicht geklappt. Also, keine Ahnung, vielleicht gibt es irgendwie einen Filter für neue Maps. Habe ich auf jeden Fall nicht gefunden. Gibt es, glaube ich, nicht, nee. Ich werde auf jeden Fall euch hier ein paar Bilder mal für die neuen Maps einblenden. Finde ich jetzt schade, dass wir die jetzt nicht bekommen, aber ich werde ja natürlich noch weitere COD-Videos auf den Kanal bringen. Checkt die dann auf jeden Fall gerne ab. Da werdet ihr dann auf jeden Fall die neuen Maps dann irgendwann sehen. Leute. Dann wollte ich noch sagen, könnt ihr gerne mal bei meinem Discord-Server vorbeigucken. Link dazu ist in der Videobeschreibung, Leute. Und wenn euch das Video gefällt, dann lasst gerne mal einen Daumen hoch da. Junge, oh nee, ach, ey, Digga, ich bin so raus aus dem Spiel, ne, das ist doch Verarsche hier, ich weiß auch nicht, was ich spielen soll, Digga, ja, komm, lach, man, na, egal, oh, es ist immer das gleiche auf der Map, ne, wieder oben gecampt. Also Leute, ich sage euch eins, COD ist wirklich das verkämpfteste Spiel, was es gibt, ne? Wo sind eigentlich meine Teammates? Nein, nein. Oh, Digga, es... Ey, wie kann ich eigentlich so schlecht sein, Digga? Ja, liegt daran, weil ich halt einfach kaum das Spiel spiele. Ich habe halt leider auch keinen mehr zum Zocken jetzt hier aktuell. Ja, das ist ja das Problem einfach daran. Digga, was schießt du denn auf den Mate, du... Was schießen die Mates auf... Ey, Digga, ich bin so raus aus dem Dreckspiel. Können so durchdrehen, ja. Was hab ich denn für Kack-Mates? Ey, da merkt man mal, Digga, wie wenn man Pech mit Mates hat, Digga. Seht ihr, wie dumm die sind? Da kriegt man gleich auf die Fresse. So ein Witz ist das doch. Wo sind meine Mates, Digga? Seid ihr denn dumm oder so, Junge? Also wirklich, wie kann man eigentlich so schlimme Mates haben?
Ja, ach, fickt euch einfach, Digga. Fickt. Fickt euch ins Knie, ihr kleinen. Weiß ich nicht, was ihr für Untermenschen seid. Digga, was machst du denn die ganze Zeit hier für komische Einstellung? Ja, Scar mal so als Abwechslung. Ach, ich weiß, die COD ist wirklich, Digga, was, warum ist das Spiel momentan so asozial? Komm mal, piek mal, du Fotze da. Ja, Digga, mit Jets noch, Digga, mit Vito Jets. Oder wie toll, nicht Vito, Digga, was laber ich hier? Das ist doch ein Witz hier. Ja, du Nigger. Löst man die Scheiße da aus? Aha. Ja, geil. Ist doch Bombardierung hier, Digga. Ach. Warum öffnet der die ganze Zeit dieses Rangmenü, Digga? Alter, COD macht mich gerade so wütend. Halt die Fresse, Junge! Dein dummer Akzent, Alter. Ach. Es ist so ein Witz, dieses Spiel, ne? Leute, ich weiß nicht, wie es mit Call of Duty weitergehen soll, aber das Spiel ist. Ich bin so schlecht geworden, das ist wirklich mit Abstand. Aber ich habe auch keinen Bock, das Spiel stundenlang alleine zu spielen, das ist total langweilig. Nein. Wo sind meine Mates, Digga? Wo? Ey, Digga, ich schlag hier gleich noch alles zusammen, hier, ne? Kann jetzt irgendein dummer Hurensohn Mate mal mit mir gehen, Digga? Ey, wirklich, wenn man solche Mates hat, Digga, da kann man nur verlieren. Also da gibt's für die Gegner nichts zum Verlieren. Ne? Digga, wo? Ey, Leute, ich stelle jetzt euch, weiß ich nicht, 20 mal die Frage, wo meine Mates sind. Ihr sitzt vor Monitor, Digga, denkt euch so, halt einfach die Fresse. Ey, wirklich, wenn man das Spiel spielt, also da muss man sich eigentlich einweisen lassen wegen. Digga, wo? Was ist das? Ja, da disconnectet meine Kamera natürlich, weil ich auf dem Tisch lage und. Alter, Digga, es ist so ein Drecksspiel, Junge. So eine Scheiße habe ich noch nie gesehen. Wirklich, wie kann ein Spiel eigentlich so gay sein? Ja, fick dich einfach, du Drecksnutte. Ja, Leute, es tut mir leid, das ist eigentlich wirklich, das kann ich eigentlich gar nicht hochladen, aber. Weil das so asozial ist, aber man. Egal, ich lass trotzdem hoch, scheißegal. Ey, ich könnte den so. Also wirklich, ne. Ich könnte den eine Fresse holen. Ja, wie euch immer versteckt, Digga. Alter, ich. Nee. Nee! COD ist einfach wirklich mit Abstand einfach, Digga, ich bin so kurz davor, es zu löschen. Aber dann brauche ich wieder 2,5 Jahre, um die Dreckscheiße hier runterzuladen. Also so viel Hass, Alter, wirklich, das ist ja unnormal hier. Oh, was macht der denn da, Digga? Ich heule gleich, weil meine Mails so hohl sind. Ich bin die Dritter, wo ich so schlecht bin. Ja, Alter, weißt du was, Alter? Halt einfach deine Fresse da, Junge, Nuttensohn. Ey, wirklich, COD, es ist so eine Scheiße geworden, wirklich. Wie kann man so einen Dreck eigentlich spielen, frage ich mich nur. Egal, also. Digga, das war mit Abstand das schlechteste COD-Video, was es jemals gab bei mir.
Leute, es tut mir wirklich leid, ich nehme jetzt hier nicht nur eine Runde auf, sonst fliegt hier wirklich noch irgendwas aus dem Fenster, Digga. Also sorry, aber mit solchen Teammates, die wie dumme Trottel neben dem Ziel stehen und nichts machen. Alter, da platzt mir aber Kragen, also wirklich, da schiebe ich hier richtig in Anfall. Das ist wirklich, keine Ahnung. Zu viel Wut in einem Video, das ist schon krass, ne? Naja, egal. Guckt euch einfach Red Hot Tricks oder so an, da schmeißt man einfach, keine Ahnung, Schweißkontroller durchs Zimmer oder so. Fertig, aus, Ende, Leute, dann war's das jetzt hier, haut rein, Leute. Keine Ahnung vom nächsten COD-Video. Weiß ich nicht, trainiere ich extra 20 Runden vorher, weiß ich nicht, was ich da machen soll. Es ist einfach abschaum, das Spiel.